Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Dino Eruption und wie der Name schon sagt, ist das ein Dinosaurier-Action-Abenteuer. Wir haben eine Welt mit Dinosauriern, da können wir uns bewegen. Wir haben Quests, wir haben eine Story und wir haben natürlich Kämpfe gegen Dinosaurier, gegen teilweise schnelle Dinosaurier, große Dinosaurier und das ziehen wir uns jetzt mal rein. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Andy de Pelzer VR Ambassador Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel und ich habe so die Befürchtung, dass das ein kurzes Gameplay wird. Ich habe das schon 10 Minuten auf meinem englischen Kanal gezockt und mir ist ein Rätsel, wie man sowas programmieren kann. Also erstmal die Steuerung, da wird schon mal gar nichts erklärt. Zum Beispiel hier muss man irgendwie springen auf dem Thumbstick und reden oder Sachen bedienen muss man. Da muss man den B-Knopf gedrückt halten und dann mit dem Trigger dieses Ding hier. Das ist nicht einfach so, dass du mit den Händen irgendwas berühren kannst. Dann bin ich tausendmal irgendwo weggeglitscht. Und zum Beispiel dieser Dinosaurier, der ist einfach in die Wand reingeglitscht. Keine Ahnung, man weiß auch gar nicht, wie man sich hier verteidigen soll. Also das ist wirklich... Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ziemlich fieser Käse. Muss man dann doch schon sagen. Ich meine, so die Umgebung sieht ja ganz schick aus, ja. Aber allein diese tausende Symbole, die hier rumfliegen, das ist alles, naja. Kann man hier das nochmal öffnen? Ja. Und dann klemmst du hier halt und springen, das funktioniert auch nur von 12 bis Mittag. Your health has been restored. So, und um dich zu heilen, musst du einfach so ein Ding hier anpappen. So, jetzt kannst du hier ein paar Pfeile. Arrows stored. Komm schon. Bombs stored. Bombs stored. Bombs stored. Hier ist ein 3D-Drucker. Guck mal auch, wie die Animationen von diesem Typ hier aussehen. Also, das geht ja mal gar nicht. Jetzt musst du hier mit dieser komischen Steuerung hier diese Dinger drücken. Also, das ist wirklich... Vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten ist das. Und dann kam hier eben so ein Dino raus und der hat mich direkt attackiert und da konntest du halt auch irgendwie gar nichts mehr machen. Also, und zum Glück ist der in der Wand reingeglitscht. Sonst wäre ich jetzt nämlich schon tot. Was war das? So, und jetzt kannst du hier halt klettern. Ja, genau, das ist auch noch eine Sache, das mit dem Klettern. So. Oh Mann. Guckt euch mal auch, wie der Text aussieht, wie billig das hier alles ist. Da habe ich auch gar keinen Bock, das irgendwie zu lesen, ne? Also, das ist wirklich... Unfassbar. Also so kannst du ja nicht, Oh shit, Granate! Ja, keine Ahnung, wie die jetzt hier rausgefallen ist. Jetzt sind wir auf jeden Fall auch schon tot. Also, Leute, beim besten Willen, aber das kannst du halt einfach nicht... Das geht nicht. Sowas kannst du nicht programmieren. Das ist absoluter Käse. Keine Ahnung, wo die Granate jetzt gerade herkam. Irgendwas habe ich hier auf Versehen angefangen. Weil das ist halt wirklich... Alles auf irgendwie die Steuerung hier, diese Grip-Buttons, dann hast du hier diesen komischen Pointer und musst das irgendwie gleichzeitig auch noch machen. Also, im Leben nicht und dann glitscht halt alles noch und das hier, da brauchen wir eh gar nicht drüber zu reden. Das Einzige, was cool aussieht, ist dieser T-Rex hier. Naja, Leute, sorry, aber da brauchen wir nicht länger zocken. Wir gehen zurück ins Studio und dann reden wir darüber. Ja, Leute, Dino Eruption, also da braucht man natürlich nicht lange drüber zu reden, das ist... Von der Steuerung absoluter Käse. Die Grafik ist auch schon ziemlich Käse. Die Animationen sind völlig für die Katz. Die Texte, die eingeblendete Texte, die will man gar nicht erst lesen. Der Spielspaß ist halt quasi nicht vorhanden. Und du glitschst ja die ganze Zeit auch.
da rum. Und dann fällst du von der Leiter runter, dann lässt du außerdem eine Granate fallen und. Also, nee, beim besten Willen nicht. Und das Ganze kostet 20 Euro. Ich würde ja vielleicht sagen, okay, wenn es umsonst wäre, da könnte der Entwickler sich ja vielleicht irgendwie noch einen guten Namen machen oder irgendwas, weil er irgendwas programmiert hat, aber doch nicht für 20 Euro sowas heutzutage rausbringen im Jahr 2021. Ich bitte euch, nein, kauft es nicht, vergesst es einfach. Gebt mir trotzdem bitte einen Daumen nach oben für das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de